Ich bin ja im Auftrag der Stadt Heppenheim auch hier, neben meinem persönlichen Interesse. Und wir bedauern es sehr, dass Sie am Ihrem eigentlichen Geburtstag nächsten Monat nicht in Heppenheim sein werden. Aber die Stadt Heppenheim freut sich natürlich, von Ihnen zu hören. Und vielleicht möchten Sie uns zu Ihrem eigenen Ehrentag ein paar Grüße mit nach Heppenheim mitgeben. Tja, ich grüße gerne die Stadt, in der ich geboren bin, und den großen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Es war bis 1933 war es eine freundliche Stadt, und auch nach 1933 gab es noch Freunde, und die trotz allem zu uns gehalten haben. Wie Sie ja alle sich bewusst sind, ist Heppenheim eine schöne alte Stadt, und hat eine Geschichte zurück auf Karl den Großen, der es als Geschenk dem Kloster Losch gab, und hatte eine jüdische Gemeinde seit 1600. Sie sind ja Heppenheimer Ehrenbürgerin, die ja. älteste Ehrenbürgerin, die Heppenheim hat, ja. mit ihren 90 Jahren. Die Jahre, die Sie danach, nachdem Sie die Ehrenbürgerschaft auch verliehen bekommen haben, macht das für Sie gibt das Ihnen nochmal eine besondere Bedeutung in Ihrer Beziehung zur Stadt Heppenheim? Ja, seit das Haus meiner Kindheit nun das Bubehaus und das Weltsekretariat der, nennen Sie sich, Internationaler Rat der Christen und Juden. Ja, ist, geworden ist, gab es ja auch eine Beziehung wieder zu Heppenheim, und ich war auch mehrere Male auf Besuch. Auf einem dieser Besuche traf ich auch meine Mitschülerin aus der Volksschule, und wir machten einen kleinen Ausflug zusammen. Und das ist eigentlich mehr an freundlichen Erinnerungen an Heppenheim gibt, als an den nicht sehr sympathischen zwischen 33 und Anfang 38. Nun danke ich Ihnen für Ihre Einladung, aber kann leider an diesem Datum nicht kommen, da wir eine Feier hier in Israel in Herzliya haben. Und außerdem bin ich auch nicht sehr kräftig auf den Beinen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.